Ja, Xcode kann mehr als nur Settings und Playgrounds. Wir können auch tatsächlich Projekte machen. Und das wollen wir uns dann hier in diesem Video anschauen. Create New Xcode Project. Ach, bevor wir da mal klicken, schaut mal hier oben, da steht jetzt unser erster Playground. Denn das ist auch noch eine Stärke von diesem Welcome Screen. Alle Projekte, die man so in der letzten Zeit gemacht hat, die tauchen dann da oben auf und dann kann man hier auf der rechten Seite einfach klicken und wäre gleich wieder drin. Also ich bemühe mich, die Liste immer relativ sauber zu halten und dann könnte man sich schon fragen, wie macht man das denn? Hilfe, jetzt habe ich mich schon verklickt. Also Cancel nochmal zurück. Welcome to Xcode. Wie kann man diese Liste sauber halten? Indem man sich hier mal anschaut, File, Open Recent und da gibt es ein Clear Menü. Und wenn man das dann klickt und diesen Screen neu aufruft, dann ist auch die Liste da oben tatsächlich leer. Also auch nur so ein kleiner Xcode-Tipp am Rande. Wir wollen ja hier Praxis machen. So, also lange genug drum herum geredet. Jetzt habe ich keine Chance. Leute, jetzt geht's los. Wir machen unsere erste App. Haha, ist der Wahnsinn, oder? Create New Xcode Project. Ja, auch hier wieder wie eben beim Playground die Möglichkeit, dass wir mit Xcode natürlich etwas für iOS machen, für die Watch, für tvOS, für macOS oder Cross-Plattform, ja. Also iOS und macOS geht natürlich auch. Aber hier werden wir uns beschäftigen mit iOS. Ja, und dann gleich wieder eine große Auswahl von Möglichkeiten. Was können wir denn hier alles tun? Wir können eine sogenannte Single View Application machen, also eine Anwendung, die schon mal einen Screen, einen Bildschirm mitbringt. Wir können etwas machen für Games, ja, dass wir so eine Vorlage hier ausführen, ein Template für ein Spiel, was wir entwickeln wollen. Oder wir steigen ein in Augmented Reality Apps, ein heißes iOS 11 Thema natürlich. Oder wir machen eine Document-Based App. Oder wir machen so etwas wie Master Detail. Ja, das ist zum Beispiel euer Adressbuch oder euer E-Mail auf dem iPad. Kennt ihr das auch? Da habt ihr die Liste der Mails und wenn man eine anklickt, kommt dazu auf dem rechten Bereich die Details, sprich der Mail-Inhalt. Also hier Master Detail. Oder eine Page-Based App. Also hier so etwas, wo man mehrere Seiten hat, die man durchswipen kann. Oder eine Tapped App, also eine App unten mit einer Tab-Bar, wie ihr das kennt, zum Beispiel von eurer Music-App. Oder so ein Sticker-Pack. Ja, wer denn auf dieser Aufkleber in Messages steht, dann wäre das unser Einstieg. Oder eine iMessage-App. Ist doch der Wahnsinn, was wir da schon alles machen können. Wenn wir nicht nur Apps entwickeln wollen, können wir auch Frameworks oder Bibliotheken entwickeln, zum Beispiel für andere Entwickler, die dann mit unseren Tools arbeiten. Das ist dann hier unten der Bereich. Nun wollen wir aber eine Single View App machen, um einen einfachen Einstieg zu finden und deshalb klicken wir hier mal drauf und dann auf Next, denn jetzt geht's schon weiter. Xcode hätte von uns gerne einen Produktnamen. Ja, und was habe ich gesagt? Wir wollen ja hier gleich eine erste App machen. Und wir machen dann auch eine der ersten Apps, die vor 9 Jahren auch dann so genau in dieser Form schon im Store zu finden stand. Im Store zu finden war, wollte ich sagen. Und die auch für einige ja, die einige 100.000 Downloads bekommen hat, damals noch für 69 oder 79 Cent, ne? Ja, was machen wir? Wir machen eine Taschenlampen-App und sagen dann, unser Produktname ist Taschenlampe. Hier als Team wählt ihr euch dann aus, was ihr in den Settings, wie wir es ja hier im ersten Video beschrieben hatten, über euren Account eingestellt habt, eingegeben habt, könnt ihr euch also hier das Team aussuchen. Und dann haben wir einen Organization Name. Bei mir ist das eben die JSM Arts. Das ist die Firma, die ich mit meinem lieben Partner Klaus Schmidt seit 20 Jahren bald habe. Und dann einen Organization Identifier. Das bürgert sich ein oder hat sich so eingebürgert, die umgekehrte Domain.
Domain der Webseite zu nehmen, habt ihr bestimmt. Wenn nicht, lasst euch da was einfallen. Bei uns ist es eben de.jsmarts. Ja, und damit kommen wir auch schon zu einem sogenannten Bundle Identifier. Unsere App würde dann heißen de.jsmarts.taschenlampe. Natürlich machen wir das in Swift. Wir könnten es auch in Objective-C machen, aber warum wollen wir uns die Finger brechen? Und wir brauchen im Moment keine Unit-Tests und keine UI-Tests und Core-Data brauchen wir gleich gar nicht. Und dann machen wir mal weiter hier auf Next und suchen uns jetzt ein Plätzchen aus, wo wir die App speichern können. Ich gehe über die App-Werkstatt, Udemy, Einsteiger und hier Projekte. Und dann machen wir noch einen neuen Ordner. Kapitel 1, so soll es nämlich sein. Und da legen wir dann unsere Taschenlampe einmal ab. So, jetzt läuft das System hier auch schon durch das sogenannte Signing. Ihr seht, jetzt wurden sogenannte Provisioning-Profile und Signing-Certificates erstellt. Wohl dem, wer eine funktionierende Internetanbindung hat. Habt ihr sie nicht im Moment, seht ihr hier zwei rote Blöbbels, also Fehler, aber trotzdem würde unsere App funktionieren. So, bevor wir jetzt von diesem fantastischen Xcode in die Details gehen und ich euch völlig wahnsinnig mache mit den vielen Einstellungen, die man hier alle vornehmen kann, möchte ich mein Versprechen einlösen und euch die erste App auch einmal vorführen. Wir sind nämlich fertig mit der Entwicklung. Haha, ich höre euch schon lachen. Was machen wir denn jetzt als nächstes? Hier oben kann man auswählen, auf welchem Simulator oder wenn ihr eure Geräte angeschlossen habt, auch auf euren Geräten, ihr das ausführen wollt, diese App. Und hier sind wir jetzt mal auf dem iPhone 7 Plus. Ja, das wäre also der Simulator. So, und jetzt drücken wir einfach hier mal den Play-Button, wie auf jedem besseren DVD-Player. Und jetzt wird unsere App gebaut, kompiliert und dann wird der Simulator gestartet und der kommt dann auch irgendwann nach vorne und dann sehen wir tatsächlich unsere App. Ich weiß, dass der Simulator nach vorne kommt. Ich könnte jetzt hier einfach warten. Da ist er schon und da ist unsere App. Und jetzt sagt ihr ja, spinnt der Jüstl da? Was, 100.000 Mal für 69 oder 79 Cent gekauft? Ja, Leute, so war das mit iOS 2, wo man zum ersten Mal selber entwickeln konnte, wo es diesen App Store gab. Denn die iPhones zur damaligen Zeit hatten auf der Rückseite noch keine LED. Und dann war das eine App, die hat eben einen weißen Bildschirmhintergrund gezeigt und damit hat das iPhone schön geleuchtet. Und so konnte man dann wieder das Schlüsselloch finden, wenn man denn vielleicht etwas angetrunken vor der Haustür stand. Ja, tatsächlich wurde einige 100.000 Mal weltweit downgeloadet. Leider, und das gebe ich zu, war diese App nicht von mir, aber so einfach konnte es früher mal sein. Also, Recap, Neudeutsch, was haben wir gesehen? Wir haben gesehen Create Project in Xcode, wir haben einen Namen gegeben, wir haben einen Bundle Identifier uns kurz angeschaut, wir haben gesagt, ob wir Swift oder Objective-C wollen, haben uns ein Verzeichnis ausgesucht, eine App erzeugt und haben mal einen Simulator gewählt und den Play-Button gedrückt. Okay, das war's schon und das war auch schon alles für dieses Video, weil es sollen ja kleine, powervolle Inhalte sein, die ihr euch so in der Pause reindrücken könnt, wenn ihr denn unbedingt anfangen wollt, iPhone-Programmieren zu betreiben. Im nächsten Video kümmern wir uns dann mal um Xcode im Detail und was wir jetzt hier im Hintergrund sehen und wie das alles zusammenhängt. Und ja, wir sollten unsere App sogar modifizieren. Ich könnte mir vorstellen, wir geben dem Ding mal eine neue Farbe. Also, bis nachher im nächsten Video.